Sehr geehrter Herr Bezirkshauptmann Dr. Gschwantner, der Bezirkssiegertag steht heute unter dem Tag der Jagd. Welchen Eindruck nehmen Sie sich als Ehrengast heute mit? Ich nehme einen sehr positiven und guten Eindruck mit. Erstens einmal ist der Bezirksjägertag moderner gestaltet, offener für, glaube ich, alle Jägerinnen und Jäger, aber auch diejenigen, die sich ein Bild über das Ergebnis der Jagd, über das Resümee eines Jahres machen konnten. Die Räumlichkeiten sind sehr gut dafür geeignet und es ist auch das gesamte Programm so aufgebaut gewesen, dass man, glaube ich, sehen kann, was Jagd ist, was Jagd bedeutet, was die Jagd leistet. Und auf diese Art und Weise kann man nur sagen, ein sehr positives, gutes Resümee, gut gelungen. Welche Spannungsfelder sehen Sie bezüglich der Jagd in zukünftigen Tagen? Ja, da gibt es eine große Anzahl. Letzten Endes ist ja heute sehr viel auch darüber angemerkt und gesprochen worden. Es ist überhaupt einmal das Erscheinungsbild der Jagd. Man muss einmal schauen, dass die Jagd auch weiter transportiert wird, weiter modernisiert wird und vor allem durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit auch das Bild der Jagd der breiten Öffentlichkeit besser dargestellt wird. Letztendlich. Das ist eines dieser ganz wesentlichen und wichtigen Aufgaben, weil Jagd leistet einen wichtigen Beitrag, aber den wissen halt diejenigen, die mit der Jagd zu tun haben und der Rest weiß sonst nichts. Also hier ist viel Meinungsbildung erforderlich, dass das Verständnis der breiten Öffentlichkeit dafür geweckt wird. Natürlich dann auch heute angesprochen, Digitalisierung, Technik auch in der Jagd. Was ist noch jagdgerecht? Was ist noch weitgerecht? Inwieweit kann man gehen? Auch hier ein breites Betätigungsfeld, weil da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, weil es soll nicht so sein, dass man vom Fauteuil zu Hause dann möglicherweise sagt, und jetzt gehe ich auf die Jagd, weil jetzt passt es gerade, weil dort, wo ich meine Jagd ausübe, ist jetzt gerade ein guter Anblick gegeben, unter Anführungszeichen. Auch hier muss man schauen, dass doch Tradition und Weitgerechtigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die moderne Technik dort, wo sie notwendig ist, zum Beispiel bei der Schwarzwildjagd, vernünftig miteinander genutzt werden. Das ist ein Betätigungsfeld. Naja, und dann muss die Jagd immer weiterentwickelt werden. Jugend gehört mit eingebunden, die Frauen gehören mit eingebunden. Also breites Betätigungsfeld und ich glaube, da ist man auf gutem Weg. Und mir hat das Beispiel, das also gebracht wurde, wie gesagt wurde, na, der Mann nimmt Besitz von dem erlegten Wild und die Frau versucht noch eine Verhältnis, eine Beziehung aufzubauen. Das ist ein unterschiedliches Aufeinanderzugehen, aber das braucht die Gesamtheit und das ist sehr gut und das gefällt mir sehr gut und das ist ausbaufähig. Die Natur sagt Weidmanns Dank. Die Jagd in Vöcklabruck, welche Verantwortung trägt sie in unserer Gesellschaft? Ja, die Jagd trägt eine sehr hohe Verantwortung, weil der Mensch ja aufgrund der jetzigen natürlichen Gegebenheiten dazu genötigt ist, mit einzugreifen, dass ein Gleichgewicht bleibt. Das Gleichgewicht ist zwischen den Grundeigentümern, zwischen den Waldbesitzern, zwischen Wald, aber auch dem Tierbestand und letzten Endes mit dem, was Öffentlichkeit bedeutet und Öffentlichkeit benötigt, aufrechtzuerhalten. Es sind also mehrere, unter Anführungszeichen, heute Player, die dabei sind. Und hier muss geschaut werden, dass dies unter vernünftigen Rahmenbedingungen erfolgt von verantwortungsbewussten Jägerinnen und Jägern, die dafür schauen müssen, dass das natürliche Gleichgewicht in allen Bereichen immer wieder dort hergestellt wird, wo es notwendig ist. Zum Beispiel Schneedruck, zum Beispiel Schäden im Wald, zum Beispiel die Probleme mit dem Schwarzwild, aber auch das Niederwild, das in gewissen Bereichen weniger wird. Hier muss man schauen, dass auch das Raubwild entsprechend zurückgedrängt wird bzw. bejagt wird, damit letzten Endes für die gesamte Bevölkerung, für uns alle das überbleibt, was wir alle so schätzen, ein lebenswertes und ein natürliches Wohlfühlland Oberösterreich mit Natur, wo man auch Wildtiere erleben kann, wo man sich wohlfühlen kann und gerne lebt.